MotoTV 22, wir begrüßen euch aus Nürnberg vom Norrisring, die 80. Auflage vom einzigen Stadtrennen Deutschlands. Nach dem freien Training kündigte es sich schon an, dass der Führende der DTM 2023 mit 4 Punkten Vorsprung, Thomas Breining, zum Favoritenkreis gehört. Der Grello-Bursche fuhr im getrennten Training, das in 2 Hälften aufgeteilt wurde, die Bestzeit. Unter 49 Sekunden fuhr er eine grandiose Zeit. Lukas Auer auf B4 in diesem Qualify. Die zweite Trainingshälfte war etwas besser von den Temperaturen und die Zeiten haben sich gesamt verbessert. Erster Sheldon van der Linde, der Meister von 2022, fuhr mit seinem BMW Qualifyings Bestzeit. Die Startaufstellung sehr, sehr interessant, denn es wurden in 2 Hälften geteilt, wo die jeweilige Hälfte aufgeteilt links steht und die eine rechts. Erste Startreihe, Sheldon van der Linde auf BMW. Zweiter, Thomas Breining auf Porsche. Zweite Reihe, Lukas Stolz, Mercedes, Aishan Güven auf Porsche. Wo stehen unsere Österreicher? Leider Lukas Auer nur auf Reihe 4, B8. Mick Wieshofer auf 20, Clemens Schmidt leider nur auf 21. Ja, und um 12.30 Uhr geht's los und wir berichten anschließend von diesem ersten Rennen vom Norrisring. Und auch eine Berichterstattung gibt es über das Legenden, die DTM Classic, sowie über die Prototypen-Serie, die ADAC German. Und auf Livestream auf www.tv22.tv könnt ihr den BMW M2 Cup mitverfolgen. Wir berichten über das gesamte Wochenende für euch vom Norrisring aus Nürnberg. Mit der Punkteführung von 4 Punkten hier am Norrisring nach 4 Rennen. Ein tolles Ergebnis für Grello, für Hunter Ema Motorsport. Ja, wir sind sehr stolz, hier mit Thomas Meisterschaftsführer zu sein und hoffen, dass wir uns natürlich so weiterentwickeln können wie in Zandvoort. Oschersleben haben wir uns ja noch ein bisschen schwer getan, aber Zandvoort war gut und mal schauen. Ja, jetzt der Norrisring, also eine kurze Strecke mit wenig Kurven, aber sehr kritisch. Grundsätzlich eine Porsche-Strecke. Ich hoffe, dass wir es auch umgesetzt kriegen. Wir wünschen alles Gute, ein tolles Wochenende. Dankeschön.